Blickt man von Weitem auf die Abraumhalde des Bergwerkes von K&S in Zielitz, dann sieht man nicht, dass es sich dabei um eine modern geführte Industrieanlage handelt. Aus der Nähe besehen wird einem dann doch die Größe des künstlichen Salzberges bewusst. Und hier auf der höchstgelegenen Fläche zwischen Ostsee und Harz finden zum 18. Male die Kilimanjaro-Festspiele statt. Zur Premiere weht ein fast zu starker und ziemlich kalter Wind, aber die Schauspieler wollen ihre Zuschauer auf gar keinen Fall enttäuschen. Was erwarten Sie vom heutigen Abend? Dass ich einen schönen, unterhaltsamen Abend habe. Ich denke schon. Also es wird spannend. Wir kennen es nicht und von daher ist es spannend, denke ich schon. Warum? Weil uns das gefällt. Hier oben die Natur, das Frische, auch der Theaterstück, was die Künstler so bringen. Das gefällt uns, hier diese Laienspieler. Was erwarten Sie vom heutigen Abend? Ja, viel Spaß, gute Unterhaltung. Und dass wir ja, viel lachen können, denke ich mal. Ja, die gute Aussicht hier genießen. Nur Positives. Ich bin das erste Mal heute hier. Und bin angenehm überrascht. Ja, Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ohne die Unterstützung des Kali-Betriebes wäre das Unterfangen, das im Wesentlichen seinen Reiz aus der ungewöhnlichen Location bezieht, nicht möglich. Das Hauptthema ist, dass wir das sehr gerne machen. Wir haben das mal vor 18 Jahren begonnen und wir möchten den Leuten aus der Region und darüber hinaus einfach mal ein Event bieten, was man nicht jeden Tag hat. Und diese Theaterstätte ist auch wirklich einmalig, wunderschön, höchste Bühne zwischen Ostsee und Magdeburg oder Harz und Magdeburg. Also wir kriegen viel mehr zurück, als wir geben. Wie immer hat die Intendantin des Zielitzer Holzhaustheaters, Sigrid Vorpahl, das Stück selber geschrieben. So spart man sich die Autorentantiemen und die Schauspieler. Sie sind alle zusammen Laien, geben auf der Bühne zur Belustigung aller ihrem Affen Zucker. Dieser Faust muss ein Renner werden, das ist hier Schicht im Schacht. Das Stück heißt Im Himmel ist der Teufel los und es spielt in einem kleinen Provinztheater. Das Ensemble, eine verschworene Gemeinschaft, bekommt einen neuen Regisseur vor die Nase gesetzt. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Na, das war doch schon viel besser. Tja. Und diese Ansicht kann ich leider nicht teilen. Guten Tag, die Herrschaften. Mein Name ist Mortimer Schillerbach und ich bin ja Regisseur dieser Faustinszenierung. Aha, der will hier also modernes Regietheater umsetzen und so soll von Goethes Faust nur ein Rudiment übrig bleiben. Faust im Disco-Outfit, Gretchen als Bordsteinschwalbe und ein grünes Gummikrokodil als Symbol für männliche Lust. So, das grüne Gummikrokodil bitte. So, das Gummikrokodil kriegt der Freier Faust in die Hand. Er steht hier, beobachtet die Passanten, die vorübergehen und streichelt dabei das Gummikrokodil. Was wozu? Wozu hat Faust denn Gummikrokodil und warum soll er es streicheln? Das ist modernes Regietheater, mein Bester. Da kann sich das Publikum selber einen Reim drauf machen. Das lassen sich die Schauspieler nicht gefallen und zeigen ihrem Gegenspieler Grenzen und Möglichkeiten auf. Ja, hauptsächlich natürlich Grenzen, weil er hat Dinge mit unserem Theater vor, damit sind wir nicht ganz einverstanden und wir wollen unser Theater und auch unseren Stil, sag ich mal, verteidigen und wollen nicht zulassen, dass er mit seinem modernen Regietheater bei uns unsere Qualität ein bisschen kaputt macht. Und dementsprechend nehmen wir ihn ein bisschen auf den Arm und zeigen ihm so, wie man wirklich richtiges Theater spielt. Mortimer Schillerbach wird also betäubt, sediert und hypnotisiert und dann wird ihm mit vereinten Kräften weisgemacht, dass er vor dem höchsten Gericht im Himmel steht und für seine Sünden vor, auf und hinter der Bühne büßen soll. Dieser Rahmen gibt viel Raum für Verkleidungsspiele und reichlich Wortwitz und nach gut 2 Stunden gibt es auch ein Happy End. Wie das aber dann am Ende aussieht, das sollte man sich am besten selber anschauen.